Buonasera, io sono Lorella Presotto e vengo da Firenze. E innanzitutto ringrazio Movisol e la signora La Rouche per avermi permesso di venire qui e dirvi alcune cose che per me e per i miei concittadini italiani sono importanti. Mi occupo di Ich behandle heute das Thema außergerichtlicher Agreements zwischen dem Schuldner und dem Schuldengeber. Meine kurze Ansprache basiert auf der Situation des Sozialstaats und der Realwirtschaft in Italien nach dem Ende der Regierung. Und was ist die Politik der Europäischen Union? Und was notwendig ist für einen neuen Sozialstaat und ein Europa der Völker? L'istituzione dell'Unione Europea con l'introduzione dei successivi trattati dell'Unione. 19 Jahre nach der Gründung der Europäischen Union, mit der Einführung der nachfolgenden Verträge und der Aufhebung der Glass-Steagall-Gesetzes, das von 1933 bis zu diesem Zeitpunkt alle Staaten vor den Finanzspekulationen schützte, ist das Szenario auf europäischer Ebene, gelinde gesagt, katastrophal. Italien erlebte, wie ihm gegen seine Wille seine Demokratie und seine Freiheit genommen wurde. Zunächst durch die Unterzeichnung der Verträge. Tatsächlich erlauben die Artikel 10 und 11 der italienischen Verfassung die Beschränkung der nationalen Souveränität nur für friedliche Zwecke und es gibt keine Möglichkeit eines Transfers der Souveränität. Daraus folgt, dass vor der Unterzeichnung alle Verträge der Europäischen Union Volksabstimmungen hätten stattfinden sollen und somit stellt die Unterzeichnung dieser Verträge einen illegalen Akt der politischen Klasse dar, die ihr Volk und ihr Mandat verraten haben. Bei den Wahlen von 2008, die sehr schwierig für das Land waren, gab es einen Sieg des Mitte-Rechts-Blocks, dessen Anführer Silvio Berlusconi die Regierung bildete, die das Land in den 5 Jahren von 2008 bis 2013 führen sollte. Berlusconis größter Fehler war es meiner Meinung nach, dass er den Italienern nicht die Wahrheit über das sagte, was tatsächlich stattgefunden hatte, nämlich die Unterzeichnung bindender Verträge der Europäischen Union durch die vorherigen Mittel-Links-Regierungen. Ich denke, der Premierminister machte den großen Fehler, seine politischen Gegner zu unterschätzen, und vor allem die Macht zu unterschätzen, die die Führer Europas besitzen. Berlusconis Regierung wurde unter einem unglücklichen Stern geboren und die Finanzkrise, die in den Vereinigten Staaten begann, traf Europa und Italien wie ein Sturm, schon in den ersten Monaten seit der Amtszeit der neuen Regierung. Das ständige und unaufhaltsame Voranschreiten der Krise erzeugte schwere Konflikte in der bürgerlichen Gesellschaft und im Parlament zwischen den beiden Polen. Unterdessen geriet die Realwirtschaft des Landes in große Gefahr. Zu diesem Zeitpunkt fingen die kleinen und mittleren Unternehmen an, stark unter der Krise zu leiden und viele mussten aufgeben, insbesondere weil die Banken immer weniger Kredite auf dem Markt vergaben. Das Gewicht der Krise war vor allem zwischen Ende 2009 und Anfang 2011 zu spüren. Die Schließung vieler Unternehmen beseitigte zahlreiche Arbeitsplätze und führte zur Verarmung eines großen Teils der Bevölkerung. Auch wenn soziale Stoßdämpfe eingeführt wurden, reichte dies nicht, um die Rezession aufzuhalten, die sich Anfang 2011 am stärksten zeigte. Die entschiedene Haltung Angela Merkels und einiger ihrer Verbündeten
An einer strikten Haushaltspolitik festzuhalten, führte zu mehreren Auseinandersetzungen mit den Regierungschefs anderer Länder, darunter Italien. Tatsache ist, dass die Europäische Union an einem bestimmten Punkt die Ersetzung der demokratisch gewählten Regierung Berlusconi durch die technokratische Regierung Mario Montis durchsetze, der von der Oligarchie eingesetzt wurde. Die öffentliche Meinung Italiens wurde in den Monaten zuvor durch eine Serie sorgfältig orchestrierter Maßnahmen und Reaktionen der Märkte in einen Schockzustand versetzt und begrüßte daher die Regierung Monti als Lösung für das Problem. Dieser perverse Mechanismus der Verleitung führt uns zu einer ersten besorgniserregenden Reflexion. Ein Kontinent, der zwei Weltkriege durchlebte, dem es gelungen war, verfassungsmäßige Demokratien aufzubauen, erlebte, wie seine demokratischen Rechte und grundlegenden Gesetze in verschiedenster Form verletzt wurden. Noch schlimmer ist, dass diese Entscheidungen, die völlig willkürlich waren, durch Betrug hinter dem Rücken der Völker Europas durchgesetzt wurden. Niemand, kein Mann und keine Frau, hatte seit dem Maastricht-Vertrag je das Recht, eine eigene Entscheidung zu treffen. Alles wurde stets künstlich entschieden durch eine hochrangige Macht mit Komplizenschaft einer herrschenden Klasse, die einfach als Diener der Finanzinteressen und der multinationalen Konzerne agiert und beschlossen hat, sich auf Kosten der europäischen Bevölkerung zu bereichern und ihren gesamten Wohlstand zu rauben. Kommen wir auf die besondere Lage Italiens zurück. Vom Beginn ihres oligarchischen Mandats an begann die Regierung Monti, die Steuern zu erhöhen und die Ausgaben für alle primären Sektoren zu kürzen, was direkt die schwächsten Bereiche der Bevölkerung traf und vor allem die Mittelschicht, die es inzwischen in Italien nicht mehr gibt. Fest steht, und das ist eine Tatsache und keine Vermutung, dass mein Land, Italien, heute die finsterste Zeit seiner Geschichte erlebt. Nicht einmal die Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg ist mit der sozialen und wirtschaftlichen Katastrophe zu vergleichen, die heute mein geliebtes Land verfinstert. Der Sozialstaat wird zerschlagen. Die Gelder für Behinderte und Menschen, die sich nicht selbst versorgen können, wurden gekürzt. Krankenhäuser, Betten, Gesundheits- und Sozialdienste ebenso. In einigen Schulen werden die Schüler in ungehitzten Räumen unterrichtet, weil ihre Schulen nicht in der Lage sind, den elektrischen Strom zu bezahlen. Im Namen der notwendigen Deregulation, um Schulden abzubauen, die vorsätzlich durch kriminelle internationale Spekulationen geschaffen wurden, wurden praktisch alle öffentlichen Güter, die unsere Vorfahren uns hinterlassen hatten, ausverkauft. Notwendige Dienstleistungen, Trinkwasser und Elektrizität sind mit unerträglichen Kosten verbunden, die eine wachsende Zahl von Familien nicht mehr bezahlen kann. Räumungs- und Pfändungsklagen überschwemmen sämtliche Gerichte. Viele Familien leben in ihren Autos oder notdürftigen Unterkünften. Der Teil der Bevölkerung, der arm und notleidend ist, hat einen historischen Rekord von beinahe 4 Millionen Menschen erreicht. Die Steuern sind auf dem weltweit höchsten Niveau und die Finanzämter, der bewaffnete Arm der Regierung Monti, beschlagnahmen alles, was sie können, selbst von Rentnern und Familien ohne Einkommen und vergrößern so die Zahl der Obdachlosen exponentiell. Allein im Jahr 2012 stieg die Zahl der Italiener, die gezwungen sind, freie Mahlzeiten in der Cafeteria in Anspruch zu nehmen, die von der Caritas oder anderen freiwilligen Hilfsgruppen betrieben werden, um 9% nach Angaben von Coldiretti. Genauer gesagt gibt es 3.686.942 Italiener, die Lebensmittelhilfen von gemeinnützigen Organisationen Lebensmittel benötigen. 2010 lag diese Zahl noch bei 2,7 Millionen, 2011 waren es 3,3 Millionen. Nun sind es fast 3,7 Millionen nach Untersuchungen. Nach Angaben des Agrarverbandes Coldiretti hat jede vierte italienische wirtschaftliche Schwierigkeit einen Anstieg um 3% gegenüber dem Vorjahr. 48% aller Italiener denken, dass ihre Lage sich verschlechtern wird.
51 der Familien sagen, dass sie gerade so in der Lage sind, ihre Ausgaben zu decken, ohne sich irgendwelchen Luxus leisten zu können. 8% der Familien haben nicht einmal genug Geld für das Notwendigste. Neben einem Sozialstaat, der beseitigt wurde und jetzt unschmächtig ist, sehen wir eine Wirtschaft auf den Knien, der Sauerstoff der Liquidität und des Kredits fehlt. Die Aufhebung des Glass-Steagall-Gesetzes und die von der Europäischen Union durchgesetzten gesetzlichen Verpflichtungen, an die Aktienmärkte zu gehen, hat alle unsere Geschäftsbanken zur Beute der Spekulanten gemacht. Einmal an der Börse sind sie den gnadenlosen Angriffen der Spekulanten ausgeliefert, die beherrschende Anteile erwerben und sie zwingen, ihre Aktivitäten umzustellen, sodass sie der reale Wirtschaft, den Unternehmen und Familien immer mehr den Kredit entziehen. Ohne Zugang zu Krediten müssten die kleinen und mittleren Unternehmen, das Herz der realen Wirtschaft Italiens, eines nach anderen ihre Tore schließen. Innerhalb weniger Jahre gingen Hunderttausende von Arbeitsplätzen verloren. Im Bereich der Lebensmittel und der Landwirtschaft war es nicht anders. Die Landwirtschaft war unser führender Sektor, unser Stolz, unsere Heimat, die uns von unseren römischen Vorfahren hinterlassen wurde. Die Europäische Union hat uns gezwungen, bestimmte Regeln für die Produktion zu akzeptieren. Unsere Landwirte mussten Produkte wegwerfen, weil es ihnen verboten war, mehr als eine bestimmte Menge auf den Markt zu bringen. Eine Grenze, die von der europäischen Oligarchie festgelegt wurde. Wir Italiener haben diese harte Regeln akzeptiert und gedacht, sie wären notwendig, um eine Union der Völker aufzubauen. Aber jetzt ist das Ziel klar, den italienischen Markt von den kleinen Qualitätsproduzenten zu säubern, um Raum für die multinationalen Unternehmen zu schaffen, die uns mit genetisch modifizierten Produkten überschwemmen, die oft aus minderwertigen Bestandteilen hergestellt werden und manchmal sogar giftig für die menschliche Gesundheit sind. Man holt Armut, Hunger und Verzweiflung zurück, um stets billige Arbeitskräfte zur Verfügung zu haben. Man produziert Krankheiten, sodass die multinationalen Konzerne, beispielsweise die Pharmaziekonzerne, ihre Produkte noch weiter verbreiten können. Das Ziel ist dabei immer dasselbe, 1% der Bevölkerung auf Kosten der übrigen 99% zu bereichern. Es ist eine komplizierte Lage mit Tausenden von Facetten, in der viele verschiedene nationale und internationale Akteure zusammenwirken. Eine Pyramide der Macht, die von der Finanzlobby bewusst geschaffen wurde und deren Basis das derzeitige politische System Europas darstellt. Mario Monti, Angela Merkel und alle ihre europäischen Kollegen sind nur Schachfiguren einer Macht, die das gesamte Gleichgewicht des Lebens und der Gesellschaft manipuliert und stört. Durch die Manipulation der Medien und der Presse und die Nutzung von Klischees versuchen sie, ein Volk gegen das andere auszuspielen und sogar innere Kämpfe innerhalb jedes Volks zu schüren. Angela Merkel ist darin sehr gut. Ihr gelingt es, die Völker des südlichen Europa, Italien, Griechenland, Spanien, Portugal, als verantwortlich für die Katastrophen hinzustellen, die die Völker Nordeuropas und Deutschland schädigen. So wird die deutsche Bevölkerung zu dem Glauben verleitet, die lateinischen Völker Europas seien faul und verschwenderisch und würden Schulden machen. Das stimmt aber gar nicht. Es ist eine Strategie und ein Trick, um die Stärke der europäischen Völker zu zerbrechen, die gemeinsam denen, die ihre Macht um jeden Preis erhalten wollen, das Fürchten lehren könnten. Vor einigen Monaten sagte Christine Lagarde, es ist mir egal, ob griechische Kinder hungern müssen, ihre Eltern müssen ihre Steuern bezahlen. Griechenland, die Wiege der Zivilisation der Demokratie, die der Welt Sokrates und Aristoteles gab, wird durch Ungleichgewichte ins Elend gestoßen, die vorsätzlich durch solche legalen Monster wie den Vertrag von Lissabon und den ESM geschaffen wurden. Väter und Mütter in Griechenland sind jetzt gezwungen, ihre Kinder in Waisenhäuser zu geben, weil sie sie nicht mehr ernähren können. Den gleichen Plan will man auch in Italien, Spanien und Portugal durchsetzen, mit Zustimmung der öffentlichen Meinung Deutschlands und anderer Länder Nordeuropas. Wir wollen den Menschen in Europa sagen, Angela Merkel täuscht euch. Sie selbst arbeiten an einem Plan, der nicht bei den sogenannten PIGS-Staaten aufhören wird, sondern auch in Deutschland und in alle anderen Ländern Nordeuropas durchgeführt werden soll. Wir Italiener verstehen das. Und auch wenn wir Angela Merkel mit aller Kraft verabscheuen, glauben wir immer noch an den Traum, eine wahre Union der Völker auf der Grundlage der Solidarität und Brüderlichkeit,
des Reichtums der verschiedenen Kulturen mit der Menschheit als eine einzige Gattung im Mittelpunkt. Ich bin eine Frau wie viele andere. Ich habe eine Familie und einen Beruf. Bis jetzt habe ich nie daran gedacht, mich auf die politische Bühne zu begeben. Aber das Gefühl meiner Bürgerpflicht und der Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen, die Leiden, die ich überall um mich herum sehe, die Arroganz und die Missbräuche der herrschenden Klasse Europas, die nach einem gemeinsamen Nenner handelt, der meinem Volk schadet, und das ist nicht nur das Italienische, denn ich betrachte mich als Europäerin, erlauben es mir nicht, meine Aufmerksamkeit anderen Dinge zu widmen. In Italien entstehen viele neue politische Bewegungen und parteilose Kandidatenliste, und für diese neuen Kräfte gibt es keine rechts und links, nicht mehr, sondern nur noch Menschen. Und eine Stadt, die aus der Gesamtheit seiner Bürger besteht, eine Körperschaft mit gemeinsamen Regeln, die alle jene Rechte anerkennt, die die Doktrin des Naturrechts als unverletzbar und unveräußerlich betrachtet. Ich stelle mich mit allem meinem Wissen zur Verfügung. Und zusammen mit vielen anderen wohlgesinnten Menschen habe ich mich auf diesen Weg begeben, von dem ich spüre, dass er der richtige ist. Ich bin mir darüber im Klaren, wie schwierig dies sein wird und wie viele Hindernisse sie uns in den Weg stellen werden, weil die Macht an der Spitze dieser Pyramide nicht will, dass die Menschen Fortschritte machen und ihnen keine Freiheit und keinen Wohlstand gönnt. Diese Menschen wollen nur eines, divide et impera, teilen und herrschen. Sie wird ihre eifrigsten Diener auf uns loslassen, um die Wasser zu trüben und in diesem trüben Wasser zu fischen, um ihre feudale Macht wiederherzustellen. Es ist kein Geheimnis, dass die derjährige politische Klasse Italiens, egal in welche Richtung, rechts, links, Mitte, versucht, eine Reform des Wahlsystems durchzuführen, um die Schwelle der Stimmen anzuhaben, die man für den Einzug ins Parlament erreichen muss, und um die Mehrheit zu bevorteilen, obwohl die nationalen und die europäischen Gesetze das verbieten. Aber das Gesetz gilt nicht für alle. Sie wissen sehr gut, ja, dass das italienische Volk seine Souveränität zurückgewinnen will und beschlossen hat, sie alle abzusetzen. Keiner von ihnen hat seine Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft eingehalten. Und deshalb entdecken sie sich ein System, um die Wahlen durch andere Mittel zu gewinnen und ihre Privilegien zu verteidigen. Privilegien, die das italienische Volk Blut, Schweiß und Tränen kosten. Die italienischen Parlamentarier haben die höchste Diäten der Welt, obwohl sie oft genug von Vertretern der Bevölkerung aufgefordert wurden, ihre Gehälter zu senken. Schon nach einer einzigen Amtszeit haben sie Anspruch auf eine Pension von mehrere tausend Euro pro Monat, während sie das Rentenalter für die normalen Menschen immer weiter anheben, sogar für diejenigen, die manuelle Arbeit verrichten. Sie haben das legislative System übernommen und nützen es zu ihrem politischen Vorteil. Sie schreiben sich ihre eigenen Gesetze. Sie ernennen die Mitglieder des obersten Gerichtshofs, der Berufungsgerichte und der Verfassungsgericht. Ein ständiger und verfassungswidriger Missbrauch der Gesetze und des Mandats der Volksvertretung, für den sie sich nicht im geringsten schämen. Wir befinden uns also in einem Krieg. Ein subtiler, unsichtbarer, fast ungreifbarer Krieg, der nicht mit Armeen und auf den Straßen geführt wird, sondern mit ausgeklügelten Mitteln durch die Finanzwelt, die mit ihren Tentakeln inzwischen in alle Bereiche des sozialen und politischen Lebens hineinreicht, national und international. Eine Waffe, die in der Lage ist, weithin Vernichtung zu verbreiten. Armut, Furcht, die ständige Notwendigkeit, einfach nur überleben und seine Arbeit zu verrichten. Ich möchte Sie alle, die hier Ihre Länder vertreten, heute auffordern, und vor allem die Vertreter der Länder Europas. Wir müssen eine einzige politische Philosophie annehmen und alle Verträge dieser Europäischen Union kündigen, Nationalbanken gründen und die Trennung zwischen Geschäftsbanken und spekulativen Investmentbanken im privaten Sektor wiederherstellen. Die Wiederherstellung des Glass-Steagall-Gesetzes, wie es von Herrn LaRouche und Movisol gefordert wird, darf nicht länger aufgeschoben werden. Die Kampagne von Herrn LaRouche hat auch Italien erreicht, wo inzwischen drei Gesetzesvorschläge in diesem Sinne eingebracht wurden.
Geschäftsbanken sind notwendig für das Wirtschaftssystem eines Landes, aber wenn es uns nicht gelingt, sie von den spekulativen Investmentbanken zu trennen, dann wird die gesamte reale Wirtschaft sterben. Wir müssen uns an einen Tisch setzen und eine wahrhaft europäische Union der Völker schaffen, um die Diener der Finanzlobby und der multinationalen Konzerne vertreiben. Unsere Länder und unsere Völker von dieser Oligarchie befreien, die sie viel zu lange unterdrückt hat und sich inzwischen in allen europäischen und internationalen Institutionen ausgebreitet hat. Wir müssen die Werte des Friedens, der Freiheit und der Demokratie, die uns allen teuer sind, wiederherstellen und verteidigen. Und wir dürfen nie wieder solche Abscheulichkeiten zulassen, wie wir sie derzeit erleben. Nur dann wird es eine Zukunft für uns und für die kommenden Generationen geben. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.